ist schon was Wahres dran, dass da die Krankheit im Alter kommt. Man muss damit hin, ich muss damit hin, und oder wir beide müssen damit leben, dass einer da ist und der andere hier ist. Ich bin Altenpflegerin. Dankbarkeit ist ein großes Wort dafür. Also, dass sie uns täglich geben, ob sie das mit der Mimik oder Gestik, wenn sie sich nicht artikulieren können. Also es ist sehr viel Dankbarkeit und dass auch sehr viel gibt und das einen auch sehr glücklich macht. Ja. Es war, ich habe den so wirklich so viel und so viele Jahre begleitet. Es war super, wirklich so Beziehung. Und dann plötzlich ist der Mensch nicht da. Ich hatte wahrscheinlich so oder vielleicht so frei. Komme ich nach meinen freien Tagen und aus dem Urlaub und der ist nicht da. Und da fällt was. So diese richtigen Abschied zu nehmen. Da kommt wirklich so Prozess, Sterbe und Tod. Von heute auf morgen oder innerhalb von ein paar Minuten kam das sein. Ins Bett gegangen, wollte wieder aufstehen, bin umgefallen und liegen geblieben. Und habe dann 2 Tage da auf Fußboden gelegen, bis dann meine Freundin kam und mich aufgeschlossen hat mit meinem Bruder zusammen und dann haben den Rettungswagen gerufen. Und dann hieß es ja, sie haben einen Schlaganfall. Es war eine miese Zeit eben. Irgendwas ist in der Häuslichkeit passiert. Sie kommen ins Krankenhaus, aus dem Krankenhaus meistens in eine Einrichtung. Hier gucken wir, was können wir noch ermöglichen, um vielleicht doch noch mal wieder zurückzukommen. Häuslichkeit geht vielleicht nicht oder vielleicht doch mit einem ambulanten Pflegedienst. Einige haben noch gar nicht gewusst, okay, es gibt einen ambulanten Pflegedienst. Ich kann mir jemanden holen, der vielleicht meine Wohnung reinigt, der morgens zur Grundpflege kommt, der abends zur Versorgung kommt, mich ins Bett bringt, mir die Medikamente stellt. So. Wir kennen uns sehr lange. 59 Jahre. 59 seit 1957. Wir haben immer noch die Hoffnung, in Anführungsstrichen, dass ich sie noch mal einen Tag eventuell nach Hause kriegen kann. Ob das was wird? Keine Ahnung. Ich hoffe das. Und meine Frau auch. Dieses, was jetzt passiert ist, war praktisch von einer Stunde zur anderen. Morgens aufstehen. Und dann ging das nicht mehr. Dann war das, er sagte, ich kann nicht mehr, helf mich mal, weil ich ja schon wusste, dass das nichts wird. Schon von Malente her, da hat der soziale Dienst hat schon gesagt und gemerkt, dass das nichts wird. Und die haben dann das in die Wege geleitet von da. Und ich habe mich dann hier schlau gemacht nach einer Heimunterkunft. Und bin zu jedem Tag ab Mittag 2 Uhr bis um 4:30, 4:45 bei meiner Frau im Pflegeheim. Jeden Tag. Ich habe von 7. September bis heute nicht einen Tag ausgesetzt. Nicht einen einzigen Tag. Aber was wollen Sie machen? Da müssen Sie mit durch. Bei anderen ist das auch so. Bei einigen vielleicht noch viel früher und viel, ne? Das sind nicht alle, die so alt werden, dabei.
Und bis jetzt sagt meine Frau, also ist sie da im Lotti-Tonella-Haus gut aufgehoben. Und jetzt sagt sie, hier ist das gut, ich werde hier verpflegt. Und wenn ich was gebraucht brauche, kann ich nur klingeln und dann kommt einer. Weil die Pflege und die Betreuung doch nicht immer zur gleichen Zeit überall sein kann. Ist erklärlich, ganz erklärlich. Wenn man jetzt reinkommt und der Bewohner wird gewaschen und er ist eigentlich sehr selbstständig, dass man reinkommt, jetzt wasche ich nochmal Rücken. Oh, danke, dass Sie mir nochmal den Rücken gewaschen haben. Und da fängt das ja schon an bei den Kleinigkeiten oder bei den Ankleiden, beim Essen reichen, beim einfach nur mal zuhören. Also es sind viele kleine Momente, die man in der Arbeit mit einbaut. Diese Gewissheit zu haben, ich bin nie alleine. Das finden auch viele. Die kommen mit einer Angst, oh je, ich muss in eine Einrichtung. Aber wenn sie dann da sind, dann spüren sie schon, hier bin ich sicher. Hier, wenn mir hier was passiert, ist es immer einer da. Das war bitter. Es ist eine furchtbare Umstellung. Ne? Manchmal denke ich jetzt so, wenn ich gleich so gewesen wäre nach der Krankheit, dann wäre ich noch in der Wohnung geblieben und hätte mir dann, es gibt ja Dienste, ne, von der Diakonie und so, aber wiederum denke ich, du kannst ja auch nichts. Du kannst nicht mehr kochen, du kannst nicht richtig stehen. Das ist schon richtig so. Ne? Ja, ich war so kaputt und so krank, dass mir alles egal war auch schon, ne? Und ja, dann mit einmal bin ich wieder auferstanden. Ich meine, früher hatten die Heime ja keinen guten Ruf, war man satt, ne? Aber heute ist das doch alles wunderbar geregelt. Und die haben ja mit sich selbst zu tun. Mein Sohn, der hat 4 Kinder, die Tochter ist berufstätig. Die hätten mich gar nicht pflegen können. Natürlich ist es schwer, sich von einem zu trennen und Dings, aber sie können ja sowieso nichts mitnehmen. Was soll das? Ne? Manche Menschen, die machen da so viel Trara draus. Wie sagt man so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Es ist schon gut so. Du bleibst so lange, wie du möchtest, zu Hause. Ich versorge dich und ich kann es nicht leisten, weil ich arbeite, weil ich selbst Familie habe, weil meine Wohnumgebung das nicht hergibt. Und ich das jetzt entscheiden muss für meine Mutter, für meinen Vater, dass sie in eine Einrichtung gehen müssen. Einige wollen ihren Angehörigen nicht zur Last fallen und entscheiden dann für sich selbst. Ich gehe in eine Einrichtung, um keine Last für meine Kinder zu sein. Die Medien machen ja auch viel kaputt. Wann wird mal was Gutes über die Pflege erzählt? Katastrophen werden, von Katastrophen wird berichtet. Das ist interessant für Medien. Aber das Gute, was Pflege auch bringt, was Pflege bietet, das ist uninteressant. Das wertschätzt dann erst der Bewohner, der dann tatsächlich dann hier ist und ganz oft sieht, welche Vorteile oder welche schönen Dinge er jetzt erst in den Einrichtungen erleben kann. Erstmal nach seinen Ressourcen fragt, was kann er noch, wo bräuchte er Hilfe, wie sieht er sich selber, was sagen wir, dann kommt ja erst unsere fachliche Einschätzung. Mich als Mitarbeiterin macht das unzufrieden, wenn ich das Gefühl immer wieder bekomme, es war immer noch nicht genug, was ich getan habe. Ich bin mir sicher, ich habe alles getan, aber es kommt trotzdem noch Vorwürfe. Und der mir die Vorwürfe macht, weiß vielleicht auch, dass es gar nicht möglich ist, noch mehr zu bringen. Ich soll auf der einen Seite, sollen wir den Bewohnern ein gemütliches Zuhause schaffen,
dass er das Gefühl hat, er ist in keinem Krankenhaus, sondern er ist zu Hause. Und dann kommen aber wieder Instanzen, die Auflagen präsentieren, wie halten Sie Flucht- und Rettungswege frei, räumen Sie alle Brandlasten von den Fluren, Leib und Leben ist in Gefahr. So, was soll ich denn jetzt? Meine Aufgabe ist es, dem Bewohner eine nette Atmosphäre zu schaffen. Aber auch gleichzeitig fordert eine Tür weiter, entsorge alle Brandlasten aus dem Haus. Wie, das ist ein Moment so, da fühlen wir uns, ja, wie soll ich das machen? Oder es gibt dann wieder ganz andere Instanzen, die dann zum Beispiel so ganz nette Abchecklisten erstellen und da steht dann so drauf, eine schlechte Einrichtung erkennen Sie an. Keine Möbel auf den Fluren. Und dann frage ich mich, der das gefordert hat, dass ich die Flure räume, was sagt er dazu, wenn es dann so eine Checkliste gibt? Das ärgert mich dann. Wir selber wollen nur jung sein, fit sein. Wir möchten nicht krank werden und wir setzen uns mit Altsein nicht auseinander. Das ist Tabuthema, so wie Sterben und Tod. Ja, und dann werden wir gebraucht, wir Altenpfleger. Jeder stirbt anders. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich schon in diesen 28 Jahren sterben sehen habe. Alle anders. Jeder stirbt für sich. Ich war da, er war nicht alleine und ich konnte ihn begleiten auf den Weg, den er jetzt gegangen ist. Man fragt sie auch, wie sie es gerne hätten, ob sie jetzt Sterbebegleitung haben möchten. Haben sie bestimmte Kleidung, die sie anziehen möchten? Möchten sie eine Aussegnung haben? Am Anfang war das so, wo ich damit nicht so wirklich zurechtkam, das erste Mal einen Menschen zu sehen, der verstirbt. Warum muss der alte Mensch sterben? Warum diese große Frage? Das ist traurig. Vor allem die Menschen, die richtig hier keine Angehörigen haben, wo wir für die Menschen so Ersatzfamilie sind. Was willst du antworten, wenn dich einer fragt, warum muss ich sterben? Warum habe ich diese Diagnose? Ja, das Traurigsein oder das Weinen nimmt uns auch ein Stück den Druck. Es ist schön auch zu sehen, wenn wir Aussegnung machen, wenn der Bewohner es dann geschafft hat und gehen konnte und wir dann gemeinsam die Aussegnung machen, dass da dann Mitarbeiter auch stehen können und das auch dürfen, dass die Tränen fließen. Und dann ist es besonders schön, wenn von außen die Arbeit gesehen wird und es viele Angehörige gibt oder auch Ärzte gibt, die zu uns kommen und sagen, ey, ist eine tolle Arbeit, die ihr macht und Hut ab, was ihr da leistet. Das ist eine sehr große Aufgabe. Also wirklich, wir tragen Verantwortung für menschliches Leben, für die Menschen. Viele signalisieren das und sagen, so vor allem die so alleine sind. Viele sagen uns auch hier, so wirklich in den Wohnbereich, wirklich so, die haben nie gedacht, dass auch im Pflegeheim so schön sein kann, dass wir die nehmen, so wie die sind. Dass die mit uns lachen, mit uns singen, Scherze machen und das ist der letzte Weg und das sind wir. Das wird mal peu à peu alt. Das fängt schon mit. Wollen wir sagen, mit 70, ne? Da fängt das so ein bisschen an. Wir haben doch hier so kreatives Basteln und den malen wir. Und basteln auch und alles sowas, das ist schön. Ja, was haben wir denn noch? Dann haben wir Gedächtnistraining. Und Sitzgymnastik. Meine Schwester war da, wir haben Karten gespielt und haben uns eine Flasche Sekt aufgemacht und haben geguckt.
gucken Sie mal, ich wäre 86. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal kann ich das gar nicht glauben, dass ich so alt bin. Ne? Nee, aber dann gucke ich in den Spiegel und dann weiß ich es. Und ich will ja auch nicht jünger, ich will ja noch älter. Denke ich doch, noch ein bisschen wollte ich. Jetzt möchte ich ein bisschen. Man muss eben auch in sich selbst auch vertrauen, an sich selbst glauben. Man schafft das, dann schafft man das auch. Wir müssen das auf die Reihe kriegen und wir kriegen das in die Reihe. Ich liebe meinen Job. Ich liebe ihn wirklich. Es ist toll. Die Falten. Naja, aber das ist das Leben, ne? Finde ich. Ich finde das schön, so alte Omi. Das ist für mich mein Begriff, meine Arbeit. Ich begleite den Menschen auf seinem Weg. Von Anfang bis zum Ende.